Wir sind Jens und Manu in einem 360-Grad-Video. Wir sind in einem Orange Camp T740 EB. EB steht für Einzelbetten und das ist das Exklusivmodell. Was ist hier dran exklusiv? Exklusiv. Fangen wir an mit der ganzen Ausstattung. Die Ausstattung machen wir zum Schluss. Exklusiv ist der ohne Holzaufbau. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, alles, was Wände und Boden betrifft, es ist kein Holz mehr verarbeitet worden. Die herkömmliche Bauart, Holzleisten, Styropor dazwischen, außen Aluminium, innen irgendeine Pressspanplatte, Feierabend. Das ist hier nicht gegeben. Wir haben hier eine sogenannte Sandwich-Bauweise. Sandwich-Bauweise ist bei uns Aluminium, ein POX-Schaum und dann eine atmungsaktive Sperrholzplatte, die dann dementsprechend bearbeitet wurde mit Tapete oder wie auch immer. Das Besondere daran ist wieder, dass wir hierdurch, durch diesen Aufbau, 10 Jahre Garantie für Durchfeuchtung geben können. Okay, gut. Wie weit ist dieses Fahrzeug wintertauglich? Das hat auch mit dem Ohne-Holz-Aufbau zu tun. Die ganze Bodenplatte hat eine dicke Aluminiumplatte. Darauf wieder unser POX-Schaum und dann ca. 1 cm lang dickes Holz. Ja? Ein Teil des ganzen Bereiches ist ein Doppelboden. Nur ein kleiner Teil in der Mitte ist kein Doppelboden. Aber durch diesen Sandwich-Aufbau haben wir eine super Isolation. Und dadurch ist schon mal eine Kälteabstrahlung oder Einstrahlung nicht möglich. Dazu kommt noch, dass Wintertauglichkeit im Abwassertank gegeben wird. Der Abwassertank ist beheizt und isoliert. Okay, gut. Gibt es die unterschiedlichen Möbeldekore oder sind das alles so helle Farben? Wir sind bewusst auf die helleren Farben gegangen. Wir wollen eine gewisse Gemütlichkeit hier reinbringen. Ja, durch unsere Vorfertigung haben wir eine schnelle kurze Lieferfrist, ja, und dann muss man sich schon entscheiden, dass wir unsere Möbeldekore so beibehalten. Okay, ja? Gut. Als Heizung ist Truma verbaut, sicher? Als Heizung ist eine Truma 6 verbaut, die ist sehr geräuscharm, auch untergebracht. Wir haben diese Truma 6 nicht im Bereich des Bettes verbaut, sondern im vorderen Bereich, sodass, wenn man unterwegs ist und hinten schläft, die Truma springt an, aber ich höre sie hinten nicht, ja, weil sie hier vorne untergebracht ist. Also auch die Position ist ganz bewusst gewählt worden. Ich stehe jetzt gerade unter dem Hubbett. Ja. Ist das, gibt es die Variante mit oder ohne oder ist das immer mit Hubbett? Wir haben zwei Varianten. Einmal die Hubbett-Variante, wie jetzt hier in dem Fall. Und dann gibt es nochmal die ohne Hubbett-Variante, wo dann die Schränke auch etwas anders aufgeteilt sind. Okay. Ja. Bei der ohne Hubbett-Variante sind diese Schränke weiter durchgehend bis nach vorne und genauso ein Schrank ist dann auch auf dieser gegenüberliegenden Seite. Okay. Ja? Diese Lederausstattung, die wir hier sehen, ist das ist sicherlich im Exklusivmodell vorhanden. Oder die Lederausstattung ist in dem Fall, wie wir sie jetzt hier sehen, die Ledersitz-Lounge, ja? Die ist optional. Optional. Ja. Ja? Ein sehr angenehmes Leder in der Haptik. Ja, und auch strapazierfähig. Gibt es auch in verschiedensten Farben. Man kann sich da aus einer großen Palette Farben etwas aussuchen. Warum baut Orange Camp auf Peugeot? Ja, warum baut Orange Camp auf Peugeot? Wir haben ja bisher mit einem anderen Hersteller gearbeitet. Dieser Hersteller konnte uns halt auch nicht wirklich sagen, wie es in Zukunft weitergeht. Und dann musste man eine Entscheidung treffen. Und Peugeot mit seiner sparsamen 2-Liter-Maschine läuft auf Basis AdBlue. Ja, durch dieses AdBlue haben wir Schadstoffklasse 6B, ja, die also im Moment, was Wohnmobile angrifft, das obere Ende ist. Ja, also darüber gibt es nichts. Ja. Und dieses AdBlue bewerkstelligt das halt. Ja, ja. Also wir sind also zukunftsweisend mit Peugeot und das war der Grund, warum wir da umgeschwenkt sind. Welche Besonderheiten gibt es jetzt noch in der Sitzgruppe, die jetzt noch erwähnenswert wären? Ich habe unter diesem Sitz hier vorne, direkt rechts neben dem Eingang, habe ich nochmal einen ziemlich guten Stauraum. Auf Wunsch können wir an der Seite dann auch nochmal eine Seitenplatte machen.
Ja, oder nach vorne auch noch mal eine Platte, das geht auch. Ja, sehr komfortable Sitze, in denen man auch mal eine längere Tour durchhalten kann. Ja. Ja, die beiden Sitze sind ja drehbar, also typische Pilotensitze, ja, mit sehr gut einstellbaren Armlehnen. Ja. Wie ist das mit der Kältebrücke im vorderen Raum, was gerade bei Teilintegrierten ja immer wieder ein Problem ist? Ich habe aus eigener Erfahrung kürzlich, ich war selber sehr erstaunt, die Luftführung der Warmluft ist so gut angebracht, dass ich wirklich von hinten kein Gespür habe von Kälte. Ja? Ich mache meine Jalousien vorne zu, ist natürlich eine Voraussetzung, ansonsten strahlen auch die Scheiben was ab. Ja? Es ist wunderbar gewesen, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Kälte in den Nacken bekomme. Die Luftführung durch diese unten im Boden befindlichen Düsen, die ist einwandfrei. Schön. Ich habe gesehen, die Reling hier oben, also sind auch noch viele Ablagerfächer drin. Ja. Hier ist nochmal so ein Regalteil, hier rechts und links. Und dann kann man, an der Kante kann das Zeug eben auch nicht runterfallen, gell? Nein. Das ist also wunderbar, um jetzt auch, ich sag mal, Brille oder was weiß ich, für die Zigaretten oder was auch immer. Sämtliche Utensilien, diese Alltagsutensilien, die ich nicht nur während der Fahrt brauche, sondern auch während des hier drin Lebens. Ja? Okay. Ich sehe in der Küche hier diesen Herd, 4-Flammen-Herd, das hat man im Wohnmobilbereich ganz, ganz selten. Habe ich noch nie gesehen. Das ist ja für mich das absolute persönliche Highlight. Ja? Ich bin ja leidenschaftlicher Koch, ne? Das ist mein Liebchen hier. Ne? Also ich habe meinen 4-Flammen-Herd. Ich habe hier meinen Salamander, mit dem ich überbacken oder warm halten kann. Aha. Und ich habe hier unten meinen Standard-Backofen. Ja? Der tut es übrigens besser als meiner zu Hause. Ja? Schön. Also es ist wirklich ganz toll, dieses Teil. Frische Brötchen jeden Morgen unterwegs. Ja? Ich brauche nicht irgendwie auf einen Bäcker warten oder muss mit dem Rad losdüsen. Ich schmeiß mir hier meine Aufbackbrötchen rein. Unter Umständen sogar was ich hier im Gefrierschrank habe, eben da drinnen aufgebacken. Ja, es ist einfach fantastisch. Ja, im Dunkeln oder wenn es mal etwas dunkler ist, ich habe hier meine Schublade, die ist schön beleuchtet. Die hat ihr Soft-Close-System und darunter der große Schrank. Er sieht von außen etwas klein aus, aber ich kriege da meine ganze Topferie kriege ich da drinnen unter. Schön. Ja. So. Es gibt sicherlich auch optional noch mit Dunstabzugshaube, oder habt ihr das? Na, haben wir natürlich auch eine Dunstabzugshaube. Hier unten drunter sind natürlich auch noch Steckdosen verbaut, ja. Zwei Stück, und auch nochmal USB-Steckdosen dahinter. Ja, das ist ja mittlerweile ganz wichtig. Ja. Gut. Diese an der Seite, diese Bretter, was kann ich damit bewirken? Ist es auch eine ganz tolle Sache. Ich habe hier diese Bretter, ich habe hier eine Arbeitsplattenverbreiterung. Ja, ich erweitere meinen Arbeitsbereich und kann dann noch dieses Brett nehmen, lege mir das hier drauf und während ich hier hinten schon koche, kann ich hier vorne arbeiten, schnipseln, was okay. auch immer. Also oder auch wenn ich nicht koche, ja, ich erweitere halt meinen Arbeitsbereich. Genau, Vergrößerung der Arbeitsfläche. Ja, genau. Okay. Und offensichtlich neu, überall mit dem Orange Camp Logo. Selbstverständlich, euer Camp-Logo muss dabei sein. Gut. Ja, Kühlschrank, sicherlich ganz normales Dometic-Modell, oder gibt es da auch eine Besonderheit? Ja, die Besonderheit liegt darin, dass dieses Dometic-Modell unwahrscheinlich groß ist. Ja, ich kriege also hier wirklich für meine 2 Wochen, die ich unterwegs bin, meine Lebensmittel unter. Ja, habe dann hier oben noch mein Gefrierfach. Ja. Es ist sogar eingeschaltet derzeit, sehe ich gerade. Ja, gut zu wissen. Ja, es ist schön beleuchtet. Ich habe die Kästen, die ich alle verschieben kann, so wie ich es haben möchte. Ja, wenn ich hier größere Flaschen reinstellen will, wechsle ich einfach die Fächer nach oben. Also ich kann hier spielen ohne Ende. Okay. Ja, sehr praktisches Teil. Sind wir im Schlafbereich offensichtlich. Einzelbettengrundriss, ja. Hat man schon gesagt. Sind die Betten gleich lang? Nein, in dem Fall jetzt nicht. Hier haben wir einen Schrank angebaut. Ja, das ist optional zu buchender Schrank. Zusammen mit diesen Seitenkästen.
In dem Bereich, wo der Schrank ist, haben wir noch eine Liegelänge von 1,80 Meter. Mhm. Aber da, wo kein Schrank ist, haben wir 2,05 Meter. Okay, also wenn der Schrank jetzt hier nicht wäre, hätten wir hier hätten wir auch hier die 2,05 Meter. Okay. Ja, ich sehe auch nochmal genug Ablagefächer. Steckdose hier oben. Ja, und ich finde es immer wichtig, diese strammen Scharniere, ja, die klappern dann auch nicht. Also hier klappern auch nach 2 Jahren keine Scharniere. Ja, die sind wirklich sehr gut auf Zug. Ja, hier haben wir jetzt eine Steckdose oben verbaut. Wenn ich möchte, kann ich natürlich noch optional ein paar USB oder was auch immer noch dazu setzen. Das ist gut. Schön hinterleuchtet alles. Ja, diese indirekte Beleuchtung, die macht unheimlich schöne Atmosphäre. Ist dabei auch noch zweckmäßig, weil ich kann damit wirklich noch lesen und. Ne? Ja. Das ist also nicht nur für die Optik, ne, sondern Wohlfühlen und Nutzen. Kann ich eventuell das Mittelteil noch nach vorne verlängern, eventuell mal für einen Enkel oder sowas? Ja, na sicher. Ja, ich kann hier vorne die Mitte, die kann ich noch mal bis hierhin ausziehen, wo der Jens seine Beinchen baumeln hat. Ja. Gut. So, die Tentakeln weg. Mhm. So, und dann kann ich hier noch dieses Kissen hinter dir. Das wird dann noch mal eingelegt und hab damit eine richtig schöne Spielwiese, Jens. Schön. Na? Gut. Naja, ist doch eigentlich ein ausreichender Platz. Mehr als ausreichend, ja. Ein Vorhang, wo man diesen Raum nach vorne abdichten kann. Kann man, aber für den, wo du es jetzt gerade ansprichst, den Raum nach vorne abdichten, haben wir natürlich eine bessere Lösung. Und zwar machen wir einfach hier die WC-Tür auf bzw. zu. Ja. Hab dafür dann einen Nassbereich, den ich wirklich nutzen kann. Das Raumbad. Heißt, ein ordentliches Raumbad, ja. Ein richtiges Raumbad, was aber kein Raumbad in dem Sinne ist. Ja. Du möchtest vorne dein Formel 1 gucken. Manu möchte gerne in Ruhe lesen, dann setzt die sich hier hin, du guckst da vorne dein Formel 1, keiner geht dem anderen auf den Senkel und okay. Na, das Ding ist gelöst. Oder ich komme hier aus der Dusche, ja, diese Dusche ist groß, jetzt ist hier eine Platte drin, sodass ich den Raum noch nutzen kann. Ja, jetzt sind wir im Raumbad, haben die Kamera nochmal umgestellt und man kann hier mal zeigen, wie groß die Dusche eigentlich ist. Ja, ich gehe mal hier aus der Dusche raus. Wie man sieht, ist hier eine Bodenplatte drin. Die Bodenplatte ist natürlich da, um hier noch ein bisschen Bewegungsfreiraum zu schaffen. Das ist das eine. Das andere, um die Türen klappersicher unterzubringen, dass okay. Während der Fahrt nicht andauernd irgendwas rappelt. Ja? Ja. So, nehme ich jetzt diese Bodenplatte mal raus. Ja, klappt das mal auf hier, dann kann ich schon erkennen, wenn ich meinen langen Arm hier ransetze, das ist eine tiefe Dusche. Ja? Und sogar so eine lange Lulatsch, wie man so bei uns sagt, der hat hier richtig Platz zum Duschen. Ja, ja, das wäre für mich jetzt ganz wichtig mit ja, 1,90 Meter. Du kannst dich ja mal hier reinstellen, ja. Kannst mal gucken mit 1,90 Meter. Trotz des Radkastens, der ja da unten ist. Genau, aber der ist ja intelligent verdeckt. Ne? Ja. Da könnte ich noch wirklich stehen. Das ist ja in meinem. Und man hat Bewegungsfreiraum. Ja, ne? Also ich habe hier wirklich noch einen Raum, wo, in dem ich mich duschen kann. Ja, ja, ja. Ne? Okay. Und es ist kein Pipi-Strahl, der da oben rauskommt, sondern es ist wirklich ein satter Strahl. Geht natürlich auch auf Kosten des Wasservolumens. Ne? Also Dauerduschen wie in jedem Mobil ist nicht. Das ist klar. Jetzt ist das Bad. Und das, wenn ich hier jetzt so aus dem Blickwinkel, wo ich jetzt sitze, hier reingucke, ist doch eigentlich auch recht groß und... Insbesondere durch die Tatsache, wenn ich diese Tür, diese berühmte, wieder als Raumteiler nehme, beziehungsweise ich habe hier meinen richtigen Nassbereich so schön vergrößert, sodass ich auch hier mit meinen langen Beinen ganz locker alle Geschäfte erledigen kann, ja. Ich habe meine Staufächer hier, ich habe meine Steckdose da, wo sie sein soll. Ich habe meinen Spiegel, eine gute Beleuchtung. Ich brauche hier nicht im Dunkeln in irgendeiner Funzel sitzen. Ne? Und natürlich da oben mit Fliegengitter unsere Dachhaube. Okay, hier dann der Vorhang, wo ich im Prinzip meine Intimsphäre mir schaffen kann. Ganz genau, dafür ist der Vorhang da. Man sagt ja, doof eigentlich, ne? War es ja schon eine Tür.
aber Vorhang zu und schon bin ich wieder alleine. Und keiner kriegt mit, was ich tue. Toilette, ist das eine Porzellantoilette? Das ist eine sogenannte Keramiktoilette. Das heißt, die ist zwar im Grunde genommen aus Kunststoff, ist aber durch Keramik veredelt. Dadurch vergilbt diese Toilette nicht. Ja? Und sie ist auch dadurch leichter zu reinigen. Ja? Eine erstklassige Sache. Ja? Ich habe eine vernünftige Füllanzeige hier oben. Nicht erst, wenn es zu spät ist, dass die angeht, sondern die geht schon mal zwei Schritte vorher. Ja? Okay. Bekomme ich hier meine Anzeige. Hab dann auch Luftauslässe im Boden für die Warmluft. Viele Wohnmobilisten kennen das Problem, das ist irgendwo im hinteren Bereich. Mhm. Ja, sodass wenn ich im Winter da sitze und sitze dann da drauf, dann muss ich erstmal eine Hand draufhalten, damit ich mir den Hintern nicht verbrenne. Ist das eine Serviceklappe hier unten? Das hier unten ist keine Serviceklappe. Das ist ein Staufach, was übrig geblieben ist und ganz intelligent genutzt worden ist. Was bekomme ich da rein? Ja. 6 Flaschen Wein oder 4 Paar Frauenschuhe. Okay. Ja, so. Gut. Auch was ich jetzt gerade noch sehe, unter den Betten ist nochmal Stauraum. Oh ja, und das nicht so knapp. Das sind die eigentlichen Kleiderschränke. Ja. Ja, ich habe die Kleiderschränke hier auf der linken Seite mit Fächern und hier unten nochmal ein Spezialfach, wo man eventuell sogar einen Mini-Tresor drin unterbringen könnte, der dann auch gar nicht mal so schnell auffällt. Und dann hier unten auf der rechten Seite, es sieht nicht groß aus, es ist aber groß, es ist nochmal ein großer Kleiderschrank mit einer Stange hier unten. Also klasse gelöst. Und da, wo jetzt der Jens seine Füße hatte, ich nenne es immer, das ist unser Schmutzwäscheabwurf. Und zwar habe ich hier nochmal eine Klappe, die geht durch bis zur Garage. Ja? Wenn ich jetzt da unten eine Ikea-Tüte oder einen Jutesack oder eine Kiste hinschmeiße, dann werfe ich einfach meine Schmutzwäsche da unten rein. Jeder kennt das Problem. Ja. Mann, jetzt habe ich hier den Sack mit der Schmutzwäsche. Wo tue ich das hin? Wo tue ich das hin? Wird von links nach rechts? Habe ich da nicht. Habe ich eine super Lösung dafür. Ja. Also hier hat sich jemand Gedanken gemacht, der diesen Grundriss entworfen hat, würde ich so... Absolut, weiter... absolut. Ja. Gut in der Aufteilung, ganz solide verarbeitet, eine richtig schöne, gemütliche Atmosphäre. Das ist ein Raum zum Leben. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns dann unten nochmal die Garage an. Und ja, gerne. Werden wir dann die Vorstellung abschließen. Ja. So, hier sind wir in der Garage. Und da in der Mitte, das ist das Fach, wo dann praktisch diese Kiste oder dieser Jutesack, was du gerade oben gesagt hast, ganz genau, dann rausgenommen werden kann. Ja, ne? Also ich brauche mich bloß kurz hier durchbücken, nehme hier meine Schmutzwäsche weg zum Zeitpunkt X und schmeiße in eine Waschmaschine. Ne? Okay. Und direkt daneben habe ich schon hier unsere Gasflaschenkasten. Ja. Ja, den kann man jetzt mit der Kamera, glaube ich, so nicht sehen. Aber dann gehen wir mal zu den anderen Fächern. Hier oben sehr viel Ablage für für Auffahrkeile, für alles was ich brauche, Kabel, Anschluss, die Stecker und. Ja? Das gleiche habe ich dann auf der anderen Seite nochmal doppelt. Ja. Ja, das sind also wirklich stabile, gut zu nutzende Flächen für alles, was ich so an Kleidung habe. Sohrschienen sind ebenfalls verbaut. Sohrschienen sind auch da drin enthalten. Ja. Gibt es als Zubehör hier drinnen für Fahrräder eine Halterung oder ist... Ich kann hier einen Gepäckträger für Fahrräder ganz normal nach innen bauen. Okay. Würde ein Moped hier reingehen, von der Höhe? Das kommt drauf an, was es für ein Moped ist. Okay. Ja. Also ich habe eins, das ist ungefähr 1,08 Meter hoch, ohne Spiegel. Ich denke mal... Das könnte gut hier reinpassen. Ja. Ja. Kennst du wir haben ungefähr 1,10 Meter Breite und 1,20 Meter in der Höhe. Ja. Ja. Okay, naja, ich sag mal so. Und auf beiden Seiten eine große Klappe. Und das auf beiden Seiten eine große Klappe. Fällt das auf auch jeden sehr. Fall, genauso wie ich. Genau, das finde ich ganz toll. Danke, Andreas, für die herzliche Vorstellung. Ich danke dir fürs Interesse. Ja. Ja. Und jederzeit gerne wieder. Danke. Bitte.